So, wir schauen uns nochmal weiter die natürlichen Zahlen an. Und zwar haben wir die ja folgendermaßen konstruiert. Ne? Wir haben auf der einen Seite haben wir die 0 als erste natürliche Zahl. Und dann gibt es die nächsten natürlichen Zahlen. Ne? Der Nachfolger der 0, der Nachfolger von der 0, den Nachfolger vom Nachfolger vom Nachfolger von der 0 und so weiter. Ne? Wir denken uns hier natürlich die 1, der Nachfolger von der 0 ist die 1, der Nachfolger vom Nachfolger von der 0 ist die 2, der Nachfolger vom Nachfolger vom Nachfolger von der 0 ist die 3 und so weiter und so weiter. Ne? Das geht hier so weiter, ist klar. So. Jetzt kann man sich ja mal Folgendes überlegen. Man könnte sich mal überlegen, den Vorgänger zu definieren. Und zwar mit dem Material, was wir zur Verfügung haben, nämlich mit der Nachfolgerfunktion. Man könnte also die Vorgängerfunktion definieren. Und zwar folgendermaßen, ne? Wir sagen, wir definieren erstmal hier, oder vielleicht machen wir es so, pass mal auf. Das Intuitivste ist ja erstmal das Folgende. Der Vorgänger vom Nachfolger einer Zahl. Ne? Das ist ja die Zahl wieder selbst. Das kann man mal hinschreiben. Ne? Der Vorgänger vom Nachfolger einer natürlichen Zahl ist die natürliche Zahl selbst. Ich bilde den Nachfolger von n und dann wieder den Vorgänger dieses Ergebnisses. Ja, das soll eben n wieder selbst sein. So, das ist die relativ intuitive Definition der Vorgängerfunktion. Jetzt ist das aber eine rekursive Definition letztlich, weil wir über den Nachfolger von n gehen. Und wir müssen noch sagen, was ist der Vorgänger der 0? Denn die 0 ist ja kein Nachfolger einer Zahl, ne? Das ist mit dem Peano-Axiom festgelegt. Und wenn wir die Vorgängerfunktion auf alle natürlichen Zahlen definieren wollen, dann müssen wir es für die 0 nochmal extra machen. Wir haben ja bislang nur die Vorgängerfunktion definiert für irgendeinen Nachfolger einer Zahl. Und die 0 ist kein Nachfolger, gehört aber zu den natürlichen Zahlen, wenn wir die mitdenken. Also müssen wir noch sagen, was ist der Vorgänger der 0? Und naja, da muss man sich jetzt auf irgendwas einigen, ne? Am besten sagen wir, das ist die 0 selbst. Weil ansonsten wüsste ich nicht so genau, was er machen soll, ne? Wir können ja nicht irgendeine andere Zahl als Vorgänger definieren, der 0. Das würde ja keinen Sinn machen. Die 0 ist halt die erste Zahl, hat keinen Vorgänger. Also sagen wir, da machen wir so eine Schleife, ne? So, das kann man die auch noch irgendwie benennen. Vorgänger 1, Vorgänger 2, ne? Das wäre so eine, ja, pragmatische Definition des Vorgängers. So. Und jetzt kann man natürlich anhand dieser Definition wieder Dinge beweisen oder widerlegen. Und eine Sache, die nahe liegt als Idee, ist die folgende. Ich schreibe mir hier hin, beweise oder widerlege. Für alle natürlichen Zahlen gilt der Vorgänger vom Nachfolger von n ist gleich der Nachfolger vom Vorgänger von n. Ja. Wenn ich erst den Nachfolger bilde und dann davon den Vorgänger, dann ist das Gleiche, als würde ich erst den Vorgänger bilden und davon den Nachfolger. Also die Idee ist, dass sich diese beiden Funktionen letztlich aufheben gegenseitig. So. Jetzt kann man mal gucken, was passiert. Nein, genau, wir gucken das uns mal für die 2 an. Ja, wir nehmen mal, also wir sollen es beweisen oder widerlegen. Jetzt machen wir uns erstmal ein Gefühl, bringen wir uns Gefühl dafür, ob das überhaupt stimmt oder nicht. Ne? Also wenn wir es beispielsweise mal für die 2 nehmen, und die 2, die müssen wir natürlich jetzt so schreiben hier, ne? So. Wenn wir davon mal den Vorgänger bilden, oder wartet mal, das stimmt eigentlich jetzt gar nicht. Wir machen es mal für die 1. Also n soll die 1 sein. So. N soll die 1 sein. So.
Und jetzt bilden wir von n erst den Nachfolger. Damit haben wir die 2, okay. Und dann davon den Vorgänger. Das soll sein, das da hinten. Ne? Jetzt kann man mal gucken, was passiert denn jetzt hier? Was können wir denn machen? Also wir können hier gucken, schauen wir hier, der Vorgänger vom Nachfolger einer Zahl, der Vorgänger vom Nachfolger von n ist ja n. Das heißt, der Vorgänger vom Nachfolger, das kann ich weglassen. Ne? Das hebt sich gegenseitig auf. Vorgänger vom Nachfolger von n ist gleich n. Das heißt, der Vorgänger vom Nachfolger von 0, Entschuldigung, hier muss eine 0 stehen. Wir haben mir die 1 genommen, jetzt wurde daraus die 2 jetzt, ne? Okay. Also, der Vorgänger vom Nachfolger von der 1 ist die 1. Damit haben wir vor 2 verwendet, ne? So. Und da müsste das gleiche rauskommen, wenn wir jetzt den Nachfolger vom Vorgänger von n bilden. Also, wir hatten als n genommen die 1 und wir bilden jetzt. Ach. Und wir bilden jetzt zuerst den Vorgänger und dann den Nachfolger. So. Auch hier können wir wieder vor 2 anwenden. Wir haben hier den Vorgänger vom Nachfolger einer Zahl ist gleich die Zahl selbst. Also das heißt, die beiden heben sich auf und was kommt dann raus? Der Nachfolger der 0. Ja, das ist jetzt dieser Nachfolger hier vorne, der dann übrig bleibt. Ne? Die beiden heben sich gegenseitig auf, der bleibt übrig. Auch wieder vor 2 angewendet. Und da die beiden gleich sind, stimmt es für den Fall. So. Jetzt haben wir es aber nur für die 2 getestet. Und für die 3, und für die 4 und für die 5 und so weiter müssen wir uns ja auch noch testen. Ne? Und für alle natürlichen Zahlen. Jetzt könnte man aber sozusagen an der Stelle die Intuition entwickeln. Das funktioniert ja deswegen, weil hier einmal ein Sigma von der Zahl übrig bleibt und hier das Sigma von der Zahl. Ne? Oder nee, eigentlich müssen wir überlegen, wir haben jetzt ja immer die Voraussetzung, die Vorgängerfunktion 2, das Axiom Vorgänger 2 angewendet. Oder den Definitionsteil Vorgänger 2. Jetzt müssen wir überlegen, wie sieht es denn für die 0 aus? Ne? So Randfälle zu testen ist ja nie schlecht, weil da steckt meistens eine Schwierigkeit drin oder eine Besonderheit. Ne? Die 0 ist ja hier eine Besonderheit nach der Definition, also müssten wir die auch mal explizit angucken, bevor wir uns dran machen können, das zu beweisen. Ja? Das wäre jetzt ein Beispiel für die 2. Da haben wir es mal für die 2 gezeigt, für die 3 können wir es auch mal machen, aber für den Sonderfall 0 sollten wir es auch mal untersuchen. Das gucken wir uns jetzt mal an. Also angenommen, n ist gleich 0. Was passiert dann? Wir bilden den Nachfolger von der 0 und dann den Vorgänger. Nach dem linken Teil, wenn n gleich 0 ist, bilden wir den Nachfolger zuerst und dann den Vorgänger. Und der Vorgänger vom Nachfolger einer Zahl ist die Zahl selbst. Kommt 0 raus. Haben wir vor 2 angewendet. Jetzt gucken wir uns die rechte Seite an. Der Nachfolger vom Vorgänger von der 0. Jetzt haben wir hier zum ersten Mal Vorgänger von der 0 stehen. Das heißt, hier müssen wir die Definitionsteil 1 anwenden, Vorgänger 1, v von 0 ist gleich 0. Also das ist gleich 0. Was bleibt übrig? Sigma von 0. Das können wir nicht weiter vereinfachen. Und jetzt sehen wir, der linke Teil, beim linken Teil kommt 0 raus, beim rechten Teil kommt Sigma von 0 raus, 0 ist aber nicht gleich 1. Also haben wir hier ein Problem. Das heißt, die Aussage funktioniert in dieser Form nicht für alle natürlichen Zahlen inklusive der 0. Denn bei der 0 gibt es ein Problem. Also entweder man müsste jetzt das hier einschränken oder nach dieser Aufgabe muss man einfach sagen, die ist widerlegt, weil die Aussage gilt nicht für die 0.